Einen schönen guten Morgen aus Garmisch-Partenkirchen. Ich stehe hier auf einem offiziellen Wohnmobilstellplatz, der zurzeit aber nicht in Betrieb ist, und mache mich gerade fertig, um gleich Richtung Partnachklamm erst mit dem Rad zu fahren und dann dort eine schöne Wanderung zu machen. Ich lüfte hier gerade einmal quer, weil die Nacht war doch eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Und das bietet sich jetzt an, weil die Klamm leider erst um 8 Uhr aufmacht und ich schon seit guten 2-3 Stunden auf heißen Kohlen sitze im Grunde. Also, wenn ihr mögt, bleibt gerne dran. Ja, mittlerweile stehe ich hier vor der Skischanze und da geht's zur Eckbauerbahn und zur Partnachklamm. Ich weiß nicht, ob ich noch drauf habe, aber die üben hier das Schneespringen oder Schanzenspringen ohne Schnee. Da oben müsste gleich der nächste lossausen. Das will ich mir auf jeden Fall. Ja, da kommt er. Ich hoffe, ihr könnt das schon erkennen. Coole Nummer. Mal schauen, ob man den nächsten nicht mal so ein bisschen ranzoomen kann. Damit man das mal besser erkennt. Ja, jetzt geht's los. Ah, das war knapp. Aber coole Nummer. Weiter geht's. Noch einmal diesen Schwenk hier durch. Sieht man ja auch nicht jeden Tag, finde ich. Und hier mit den olympischen Fackelträgern da an der Wand. Für mich auf jeden Fall was Besonderes. Musste aber auch mit Erschrecken feststellen, was hier steht. Partnachklamm, eine der schönsten bayerischen Geotope. Geschlossen. Ich fahre jetzt trotzdem hoch in der Hoffnung, weil die erst in einer Viertelstunde aufmachen, dass deswegen das Schild da steht. Ansonsten, ja, echt übel. Ja, direkt neben der Schanze hier ist das Olympiahaus. Hier hat man nochmal seitlich so einen Blick auf die Schanze. Das ist schon echt steil. In Winterberg an der Schanze war ich ja öfter mal, aber man wundert sich doch jedes Mal wieder, wie steil es wirklich ist. Naja, hier auf der anderen Seite ist wieder ein schöner, klarer Wasserlauf. Als nächstes haben wir dann hier die Partnach Lodge. Klein, aber fein, würde ich sagen, mit diesem schicken Nebengebäude hier. Und natürlich weiterhin Blick auf das fließende Gewässer. Jetzt bin ich in doppelter Hinsicht froh, falls sie wirklich zuhaben sollten, dass ich das Fahrrad genommen habe. Und dann auch von der Entfernung. Sind jetzt schon 6 Kilometer. Nur mal eben so zum Hingehen durch die Stadt durch, wäre das nicht so schön gewesen. Jetzt werde ich nochmal überholt. Und die ganze Zeit hier schon so Baumaschinen und so Zulieferer unterwegs. Naja, ich hoffe einfach mal, wie immer. Oh, das hat doch auch was. Wenn nicht, wird es eine schöne Radtour. Gibt ja noch mehr Sachen. Und kann ja nicht alles zu sein. Hier würde sich zur Not eine Alternative auftun. Die Partnachklamm einmal über den Höhenweg, der ist für Radfahrer. Und durch die Partnachklamm, der ist für Fußgänger. Jetzt wollte ich das Rad gerne vor der Klamm abstellen, um natürlich durchzugehen. Wenn das aber nicht geht, werde ich dann einfach den Weg für Radfahrer nutzen. Wird man bestimmt auch einen Blick erhaschen können. Schaut mal da oben die Aussicht an, das ist ja schon wieder herrlich. Es ist immer noch um die 0 Grad, also wo ich losgefahren bin, war es 0. Und es fühlt sich auch noch nicht wärmer an.
Es sollen heute aber angeblich hier zwischen 800 und 1500 Meter Höhe bis zu 16 Grad werden. Und in das Höhenmuster falle ich ja zurzeit rein. Also kann ich vielleicht nachher noch draußen sitzen und gemütlichen Kaffee trinken. Wenn dem so wäre, lasse ich euch dann natürlich dran teilhaben. Weil das wäre jetzt im November, Mitte November, genau, ja auch ein kleines Highlight. Und dort auch schön zu sehen, wie da so unterirdisch ein Wasserlauf ist und parallel hier der mehr oder weniger natürliche. Da sieht man so richtig schön, wenn das Wasser rüberkommt, erstmal wie klar das ist. Und dann im unteren Bereich auch schön diese türkisfarbene Färbung. So, hier ist das Klammhaus an der Partnach. Somit ist auch geklärt, wie der Wasserlauf heißt. War naheliegend wegen der Partnachklamm, war mir aber absolut nicht sicher, ob dem auch so ist. Schaut euch das an. Eine herrliche Farbe. Bis zu dem Wehr da vorne geht das so weiter. So, hier ist jetzt die Graseckseilbahn. Die hat geöffnet. Das finde ich schon mal gut. Jetzt geht es hier über so eine Holzbrücke. Und davor ist auch so ein, ja, so ein Holzstützgestell, um das Ganze wahrscheinlich nach oben zu sichern. Klasse. Naja. Ja, der Kiosk hier hat schon mal bessere Zeiten erlebt, glaube ich. Aber oft muss es auch einfach nur Geld bringen. Ach, hier geht's zur Partnachklamm. Das ist denn ihr Kassengebäude. Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt, wenn es soweit ist, ob sich hier was öffnet ab 8 Uhr. Es wäre wünschenswert, aber ich habe wenig Hoffnung. Tja, es sieht schlecht aus. Es ist jetzt 10 nach 8. Es ist noch keiner hier, der öffnen könnte. Und daher denke ich mal, das wird auch nichts. Naja, zumindest die öffentlichen Toiletten sind geöffnet, geheizt und picobello sauber. Ja, was jetzt? Ich werde dann mal schauen, ob ich diesen Höhenweg mit dem Fahrrad bestreiten kann, um zumindest einen guten Blick auf die Klamm zu bekommen. Also ganz aufgeben, da kennt ihr mich für, ist eigentlich nicht drin. Was vielleicht noch interessant ist, Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder im Grunde 3 Euro und mit irgendwelchen Karten gibt es da Ermäßigung. Geöffnet von Juni bis September von 8 bis 20 Uhr und ab Oktober bis Mai von 8 bis 18 Uhr. In der Regel. Im Internet stand leider heute weder geöffnet noch geschlossen. Naja, los geht's. Ja, was noch ärgerlich ist, weil ich das letzte Mal auch schon, jetzt habe ich nur den Rucksack mit und da auch alles Mögliche drin, was eigentlich in die Fahrradtaschen hätte gekonnt, damit man es nicht die ganze Zeit am Rücken hat vom Gewicht, wenn man eh Rad fährt. Wurmt mich doch ein bisschen. Jetzt, wo ich eh improvisieren muss, kann ich euch auch dieses Top-Wasser an der Wehranlage nochmal zeigen. Also der Höhenradweg macht seinem Namen alle Ehre. Und dann sind hier auch noch von rechts nach links immer diese Rillen, diese Ablaufrillen aus Metall. Und wenn man da nicht ganz gerade drüber fährt, zack, liegt man auf der Schnute. Noch nicht passiert, aber schon einmal weggerutscht. Aber man kommt gut hoch und das heißt ja, man kann nachher auch gut runtergucken. Und da kaum noch Blätter da sind, hoffe ich, echt einen Blick auf die Klamm zu erhaschen. Ansonsten
verbrenne ich gerade die Tafel Schokolade, die ich gestern Abend bzw. heute Morgen den Rest nach dem Frühstück genascht habe. Zusätzliche Energie, als wenn man es gewusst hätte. Dort sieht man so einen kleinen Wasserfall. Ich muss mal passend gehen, damit man den irgendwie... Ich glaube, so müsste er erstmal gut drauf sein. Ich zoome mal. Ich denke, so ist das schon ganz gut zu erkennen. Bin ein wenig am Zittern. Und nicht vor Kälte. Diese Längsrillen meinte ich vorhin. Und die sind auch so schräg, dass man echt versetzt drüber fahren muss. Die seid jetzt noch eine Kante. Die anderen sind so ein bisschen tiefer im Boden meistens. Hier ein weiterer eigentlich Wasserfall. Man sieht es dort schön, wo es eigentlich runterkommen würde. In größeren Mengen anscheinend. Aber dafür ist es zu trocken im Moment. War ja regional doch viel Wasser hier in Deutschland. Aber punktuell gab es halt auch Stellen, wo es extrem trocken war. Und das sieht man immer noch überall. Und wenn es nur an solchen Wasserfällen ist, die man eigentlich kräftiger sieht. Oder Wasserfall ist immer übertrieben. Ihr wisst, was ich meine. Gerade beim Umdrehen gemerkt, weil ich absteigen musste, da steht ein Schild. Bankerl. Da kann man sich dann ausruhen. Ich will mal sagen, dieser Höhenweg, nur weil da steht, dass der Radfahrer hier lang soll, weil es durch die Klamm nicht geht, heißt das nicht automatisch, dass es auch als Radfahrer fahrbar ist. Zumindest nicht unter Unterstützung und einem guten Gleichgewichtssinn. Ich muss mich so weit nach vorne lehnen, damit das Vorderrad beim Trampeln nicht hochkommt, dass ich dann keine Kraft mehr habe zum Trampeln. Und wenn ich mich nach hinten weiter lehne, geht halt das Vorderrad die ganze Zeit hoch. Also bleibt mir nur Schieben erstmal übrig. Hat jemand von euch eine Ahnung, warum hier so alle 100 Meter ungefähr diese Lautsprecher hängen? Ich habe es vorher noch nie gesehen und wüsste auch nichts. Darunter ist ein Telefonanschluss, so eine Dose. Oder sollen das solche Alarmhörner sein, von wegen brennt oder sonst was, was man so aus den Städten von den Dächern kennt. Ich weiß es nicht. Aber es geht weiter. Das war's. Schaut euch mal diesen Winkel hier an. Ich versuche das ja immer so ein bisschen zu verdeutlichen. Ich stehe im Grunde, ihr seht es, auf Zehenspitzen, um hier den Berg weiter hochzugehen. Das ist echt abartig. Also, wenn ihr steht für die Radfahrer Höhenweg, macht's nicht. Lasst das Rad unten stehen, lauft hoch, lauft wieder runter. Und dann ist auch gut. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich genauso viel erkennen wie ich auch. Aber danach müsste ich ja eigentlich oben sein. Weil oberhalb nichts mehr zu sehen ist an Bäumen oder sonst was. Yippie! Ich stehe jetzt mal so ein bisschen im Schatten, im Schutz dieser Scheune, um euch das Bergpanorama zumindest mal zeigen zu können, weil mit der Sonne ist jetzt schon echt extrem grell. Ja, wenn man es überhaupt erkennen kann, ich glaube, es ist immer noch zu grell. Naja, war ein Versuch wert. So, hier mal eine schöne Hütte zu sehen. Leider eingezäunt. Aber ist ja auch so ein bisschen verständlich, dass man sein Eigentum ein bisschen schützen möchte. Hier auf diesen vielbesuchten Wegen wahrscheinlich. Ich habe ja gerade noch gesagt, dass Zäune hier vielleicht ganz gut sind. Lest mal, was hier steht. Bitte in den Wald und nicht hinter meinen Stadel scheißen. Danke. Dann weiß man, was hier wirklich los ist und warum das Ganze eingezäunt ist. Das Schild hatte ich vorher nicht gesehen. Eigentlich traurig, aber jetzt gerade finde ich es schon irgendwie, ja, ein bisschen witzig.
Hier geht's jetzt runter Richtung Partnachalm. Ich hoffe, nicht zu weit. Nee, da auf der anderen Seite geht's schon wieder hoch. Ja. Weil sonst müsste ich ja nachher auch wieder so viel hoch, weil ich nicht weiß, wo dieses Ding hier endet oder auch nicht. Oder ob das auf der anderen Seite nach Garmisch wieder runterführt. Der Vorteil bei diesen planlosen Sachen ist, man macht sich keinen Kopf, wie weit irgendwas ist. Aber der Nachteil ist, man weiß halt nie, wie weit es ist. Und da kann man echt böse auflaufen. Aber der Tag ist jung. Ich bin noch fast jung. Und daher wird alles gut. Hier sind gerade zwei Allradfahrzeuge hochgefahren. Ein T6 und ein so ein Pajero. Und selbst die... quälten sich im Grunde hier hoch. Also, wenn da nicht gleich wirklich was zu sehen ist, muss ich echt sagen, das ist eine Tour als Flop. Weil hier ist an Fahren ist überhaupt nicht mehr zu denken. Naja. Ihr merkt, manchmal ist auch bei mir so ein Punkt erreicht, wo ich mir denke, was soll der Scheiß? Ja, zumindest ein bisschen Klammgefühl hat man hier, wenn man sich den Wasserlauf so anschaut, wie er da von oben kommt und dann hier seinen Weg nimmt. Ich versuche da mal so rumzukommen. Aber darunter werde ich nicht gehen. Da komme ich wahrscheinlich nicht mehr hoch. Ich habe das Gefühl, ich habe Blei in den Beinen. Tut auch mittlerweile weh in der Muskulatur, deswegen wird mehr oder weniger irgendwo da vorne gleich Ende sein. Selbst im Stand Schmerzen im Oberschenkel hinten, die Waden bei jedem Schritt tun weh. Da ist Zeit echt aufzugeben. Bin ich echt unzufrieden mit, aber mit Rad ist das nicht zu packen hier. Zumindest nicht für mich. Ich fahre jetzt noch hier eben um die Ecke. Hier ist jetzt nur, weiß ich nicht, 10% Steigung würde ich tippen. Und weil da eine Wiese zu sehen ist, ob man an diesem Wasserlauf noch besser drankommt. Ansonsten geht es wieder zurück. Ich schiebe jetzt seit einer Stunde ungefähr. Nur das mal so am Rande und bin davor, weiß ich nicht, 20 Minuten, 25 Minuten ungefähr gefahren. Ja. Hier sieht man nochmal schön, wo es runterkommt. Das Wasser. Und da auf der anderen Seite fließt es dann weiter. Hier den Hang runter. Da vorne sieht es tatsächlich so aus, als wenn das die Partnachalm wäre. Dann fahre ich da jetzt auch noch hoch. Hier geht es jetzt relativ eben. Ich fahre immer noch im ersten Gang. Wobei, das sieht aus, als wenn es bergab geht. Aber sobald die aufhören zu trampeln, bleibe ich stehen. Ja. Ja, vielleicht noch 300 Meter. Das geht jetzt auch noch, auch wenn ich eigentlich nicht mehr will. Tatsächlich die Partnachalm. Nicht das Gebäude, was ich gesehen habe, da oben rechts, da steht irgendwas dran. Seit 1860 Skiverein. Aber hier vor mir, das ist die Partnachalm, da steht's dran. Ja. Und das Panorama rundum zeige ich euch jetzt gleich einmal. Ist das nicht ein wunderschönes Haus? Und dann in dieser Lage. Ich meine, im Winter, da hat er seine Vor- und Nachteile, aber so finde ich es erstmal traumhaft. Ja, hier ist der Fußweg Partnach, klar, eine halbe Stunde, aber auch hier stehen die Schilder.
der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen, dass die Partnachklamm geschlossen ist. Und der Ferchenbachweg ist auch komplett gesperrt. Also, was tun? Den Weg da brauche ich definitiv mit dem Fahrrad nicht machen. Steht auch extra ausdrücklich, dass er gesperrt ist. Weil diese eiserne Brücke, die hatte ich als nächstes auf meinem Plan. Und wenn die von hier zu erreichen wäre, wäre das ja doch noch eine Option. Ich werde jetzt einfach bei Google mal schauen, wie weit diese eiserne Brücke ist und dann mein Fahrrad eben hier oben auf der Alm stehen lassen und vielleicht rübergehen. Weil aussehen tut das hier erstmal nach super Wegen. Aber halt auf der gegenüberliegenden Seite. Hier ist auch ein schönes Schild. Vorsicht, Kreuzottern. Gehe ich ja erstmal auf die Suche. Finde ich nämlich super interessant. So, jetzt nochmal ein kleiner Rundumblick, bevor es dann wieder zurückgeht, weil auch zu der Brücke der Weg da, der ist gesperrt. Ne, schön über die Berge hier entlang der Partnachalm. Dort drüben wieder schön bewaldet alles. Ja, da kommt eine Katze. Und ich mache mich jetzt wieder auf den Weg in die Richtung. Na, willst du guten Morgen sagen? Es hat so den Anschein. So, ich bin jetzt wieder unten im Tal angekommen an der Partnach. Auch die Abfahrt war kein Spaß. Es war wirklich so steil wie ja, im Bikepark, wenn ich mit dem Mountainbike und passender Schutzausrüstung unterwegs bin. Und das macht auf der Straße, wo es rutschig und schmierig nass ist, bei dem Gefälle und mit dem Rad dann echt kein Spaß mehr. Ist ja mehr nur ein Risiko einfach. Naja, letztendlich waren es tolle Aussichten, schöne Sachen gesehen und ich hoffe, das Ganze hat euch auch Spaß gemacht. Jetzt fährt gerade die Müllabfuhr hier durch und mein Gemecker war nicht zu viel. Macht's gut, euer Markus.